Tag der Deutschen Einheit. Wie steht's? Im Gespräch der Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck. Herr Platzeck, Sonntag vor einer Woche, 18 Uhr. Sie waren glücklich, Sie waren in Brandenburg als Ministerpräsident wiedergewählt. Ihre Partei hatte ein respektables Ergebnis hier, aber die Bundes-SPD bei der Bundestagswahl hat ein Desaster erlebt, ein Fiasko, einen historisch einmaligen Absturz. Wie haben Sie das empfunden? Also das hat mein Glücklichsein sehr eingeschränkt, weil man ist ja kein gespaltener Mensch. Ich bin SPD-Mitglied und das mit Leib und Seele und habe eher gelitten, als mich gefreut. Weil das macht auch einen Sieg in einem Bundesland nicht wieder gut, was uns da passiert ist. Und das ist ein Einschnitt der nicht normalen Art, wo man sagt, man hat eine Wahlniederlage. Sowas war noch nicht da, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir werden lange zu tun haben, mit diesem Ergebnis vernünftig umzugehen, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, dabei den Mut nicht zu verlieren, weil ich bleibe der festen Überzeugung, dass dieses Deutschland für eine gute Zukunftsgestaltung auch eine stabile und starke Sozialdemokratie braucht. Aber da werden wir noch viel zu tun haben, um das wieder zu werden. Eine der Folgen ist, die SPD stellt sich personell neu auf. Der Außenminister ist der neue Fraktionsvorsitzende. Sie kriegen einen neuen Parteivorsitzenden, eine neue Generalsekretärin. Ist das wichtig für den Neuanfang? Ja, ich glaube, das ist essentiell. Also wenn man nach so einer Niederlage einfach gesagt hätte, auch personell Schulterzucken und durch und weiter so, das wäre nicht gegangen. Da waren wir uns auch praktisch in der Minute, wenn man so will, eigentlich einig drüber. Ich finde das Tableau tragfähig und auch zukunftsfähig. Es ist jetzt wichtig, dass jemand da ist, der die Partei auch integriert, zusammenhält. Das kann der Sigmar Gabriel. Er ist dazu noch ein Mann von hoher Präsenz. Das ist nötig, um nicht unterzugehen, sage ich mal, in den Auseinandersetzungen der nächsten Zeit. Eine der inhaltlichen, manche sagen auch vielleicht nur strategischen Forderungen war, nach dem letzten Sonntag auch auf Bundesebene sich der Linken gegenüber zu öffnen. Ein Befreiungsschlag? Ich glaube, das war gar nicht so überraschend. Also, dass die Niederlage vielleicht jetzt bei diesem und jenem da noch was katalysiert hat. Aber wir haben hier in Brandenburg seit 20 Jahren die Linkspartei als hauptpolitischen Konkurrenten, Wettbewerber und auch Gegner in Wahlkampfzeiten. Und wir haben das immer ohne Schaum vorm Mund gemacht. Wir haben das entlang der Unterschiede gemacht. Wir haben Populismus nie durchgehen lassen. Wir haben immer sehr klar gesagt, was geht und was nicht geht. Und wir haben damit immerhin erreicht, dass wir 5 Wahlen hintereinander die Linkspartei auf Distanz gehalten haben. Die Linke ist auf jeden Fall auch eine gehäutete Partei. Sie ist im Osten quasi eine Volkspartei. Was macht eigentlich die Erben Honeckers selbst im ganz neuen Gewand hier so attraktiv? Also so ganz schlüssig bin ich mir da auch noch nicht. Aber ich glaube schon, dass man nicht verkennen darf, dass da sowohl alte Dinge mit reinwirken, aber auch ein paar neue. Zu den alten Dingen gehört, dass wir im Osten zwischen Rostock und Suhl sehr viel gebrochene Biografien haben und das Gefühl, dass zu wenig Respekt den ostdeutschen Lebensläufen gegenüber in Gesamtdeutschland herrscht. Das führt übrigens zu etwas, was Professor Jens Reich mal genannt hat, Identitätsbildung an einer Toten. Also er meint damit, dass sich selbst Leute auf diese Seite bewegt haben, die mit der DDR selber früher, zu Lebzeiten der DDR, gar nicht viel am Hut hatten. Aber dieser empfundene, mangelnde Respekt vor dem, was im Osten vor und nach der friedlichen Revolution an Lebensleistungen da war, hat zu dieser Identitätsbildung zum Teil geführt. Lebt die DDR in irgendeiner Form eigentlich in den Köpfen vieler Ostdeutscher weiter? Ich glaube, es wäre ein falscher Begriff, wenn man sagt, die DDR lebt weiter. Aber natürlich gibt es eine Sozialisation, die auch noch Bestand hat. Also ich habe selber 35 Jahre in der DDR gelebt. Das war meine Heimat, es war eine missratene DDR, aber es war auch meine missratene DDR. Und ich habe Anfang der 90er gedacht, da hatte ich noch nicht so gewusst, wie Sozialisationen wirken, dass sich diese Unterschiede in 0, nichts auflösen. Das war ein gravierender Irrtum. Eine komplett unterschiedliche Sozialisation wirkt fort. Und zumindest sage ich mal in meiner Altersgruppe und denen, die da noch älter sind, wenn ich heute mit Kollegen in Moskau oder in Warschau sitze, haben wir an manchen Stellen über die Dinge des Lebens relativ schnell Einigkeit, weil wir sind in einer ähnlichen Umgebung groß geworden. Wenn man mit Leuten in Paris oder auch schon in Stuttgart sitzt, braucht man manchmal länger, um sich über diese normalen Dinge des Lebens zu verständigen. Daran spürt man einfach, da wirkt etwas fort. Und wir haben es auch noch nicht vermocht. Ich glaube, da lag ein Fehler 1990, Leute wirklich in der Seele und im Herzen in großer Zahl mitzunehmen. Deshalb wünsche ich mir sehr, dass wir zum 20. Jahrestag der friedlichen Revolution über die richtigen Themen reden und nicht wieder über die falschen.
meine damit nicht pausenlos den Unrechtsstaat DDR diskutieren, das ist Vergangenheit, wir feiern nicht 60 Jahre DDR, sondern die Leistung der Menschen in den letzten 20 Jahren, die Wiederaufbauleistung. Wenn uns das diesmal besser gelingt, kommen wir auch ein Stück mehr zur inneren Einheit. In Schwante am 7. Oktober vor 20 Jahren wurde die damalige SDP, die Ostsozialdemokratische Partei, gegründet. Sie wollten eigentlich eine bessere DDR. Dann ging es Schlag auf Schlag, Massendemonstrationen in Leipzig und in anderen Städten der damaligen DDR, Massenflucht. Am 9. November fiel die Mauer. War es vielleicht auch diese unglaubliche Geschwindigkeit, die dazu geführt hat, dass auch die, die die Freiheit zum Schluss wollten, sie gar nicht mehr wahrnehmen konnten? Mag eine Rolle spielen. Und da ist man ja heute sich noch nicht einig. Da wird immer von einem historischen Fenster geredet, was eine Weile offen war und wo man nicht wusste, bleibt es noch eine Weile offen. Und das Tempo spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und man muss ja auch ganz nüchtern sagen, dass eine große Mehrheit des ostdeutschen Volkes, man merkt es an dem Wechsel der Überschrift, wir sind das Volk zu wir sind ein Volk, dann auch dieses Tempo gewollt hat. Deshalb darf man auch als Ostdeutscher heute nicht so tun, als wäre das irgendwie nur über uns gekommen. Ich bleibe trotzdem dabei mit ein Stück mehr Weitsicht und ein Stück mehr Klarsicht auch, dass eine Vereinigung immer nur dann gelingt, wenn der andere auch ein Stück auf Augenhöhe gehoben wird. Es gibt diesen berühmten Satz von Wolfgang Schäuble während der Verhandlungen im Sommer 1990, Kinder, nun ist mal gut, wir kümmern uns um euch, wir nehmen euch auf, aber das reicht dann auch. Von dieser Haltung war wahrscheinlich ein Stück zu viel im Geflecht. Die einen haben es eine Wende genannt, die andere eine Freiheitsrevolution. Vielleicht ist es beides gewesen und macht das die Schwierigkeit im Umgang mit dem heutigen Blick zurück auch aus? Ich glaube, die Schwierigkeit, von der Sie sprechen, hat eine seiner Ursachen darin, dass ja es auch nicht wenige gab, man darf das nie negieren und vergessen, die sich eingerichtet hatten. Und die mit diesem Grad an Freiheit, mit diesem geringen Grad an Freiheit durchaus zurechtgekommen sind. Wir dürfen uns nicht dem Irrglauben hingeben, dass alle Menschen immer sämtliche Freiheitsgrade für ihr Leben auch benötigen. So ist es in der Realität nicht. Und diese Unsicherheit, die danach gekommen ist, hat für viele den Zuwachs an Freiheit nicht aufgewogen. Muss man heute einfach konstatieren. Und ich glaube übrigens, da sind Menschen auf der ganzen Welt ähnlich gestrickt. Es ist nicht so, dass jeder Einzelne für die Freiheit gerne blutet. Heute am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, erinnern sich natürlich viele an Willy Brandts berühmtes Wort, ein Sozialdemokrat sollte ich dazu sagen. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Wie weit ist 19 Jahre nach der staatlichen, 20 Jahre nach der friedlichen Revolution die deutsche Einheit? Ich glaube, sie ist gar nicht so schlecht, hat sich gar nicht so schlecht entwickelt, wie wir manchmal wahrnehmen. Und wir sollten auch eins nicht verkennen. Ich bin immer dagegen, dass man sagt, das muss alles praktisch deckungsgleich werden, im Fühlen, im Handeln, im Tun. Ich glaube, wenn jemand aus Flensburg jemand heiratet aus Oberammergau, die haben auch ihre Dinge dann zu klären, religiöse, kulturelle und was weiß ich. Und das sollten wir uns eher erhalten und nicht so krampfhaft versuchen, das alles in einen Topf zu tun, weil Deutschland lebt auch ein bisschen von seiner Unterschiedlichkeit, von seiner Vielfalt. Und ich ermuntere immer auch ein Stück zu einem ostdeutschen Selbstbewusstsein. Die Bayern, wenn die zur Welt kommen, sagen als erstes mir san mir. Das finde ich in Ordnung. Und warum soll man nicht gerade nach den letzten 20 Jahren, die ja harte Jahre waren im Osten, Wiederaufbaujahre, kann man auch sagen, die das Kreuz durchdrücken und sagen, wir sind wir. Ich glaube, dann kommt man besser in die deutsche Einheit auch künftig rein, als wenn man immer so ein bisschen das Gefühl hat, na wer weiß, ob wir überhaupt richtig was wert sind. Appell an Selbstbewusstsein. Herzlichen Dank, Herr Platzig, für das Gespräch. Danke auch.